jetzt in Pauper's Drop fest. Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde. Denk daran. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Lam versucht, uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt! Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Ja, gehe zum Sinclair Deluxe Hotel. Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade, nachdem ich diesen fetten Typen da gerade gesehen habe, nicht so wirklich das Interesse, hier gerade rauszugehen. Frag mich jetzt bitte nicht, warum. Aber wie kacke ich mir ein bisschen in eine Hose? Naja, wir probieren es einfach mal. Hallo, ist da jemand? Okay, hier ist nichts, alles klar. Wir nehmen uns aber das Zeug hier mit. Okay, die Tür ist zu, super. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist der Point of No Return, oder was? Naja, gut. Warte mal ganz kurz, ich möchte mal ganz kurz was gucken. Warte. Audio, benutze Stereo. Ich könnte 7.1 verwenden. Die Frage ist, hat das für euch eine Auswirkung? Das wüsste ich gerne mal. Wir machen das einfach mal. Wir probieren es mal. Und ich werde dann später in der Aufnahme sehen, beziehungsweise hören, ob das für euch ein Nachteil ist oder nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Oh. Naja, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen, aber okay. Es hat ja funktioniert. Das ist ja die Hauptsache. So. Hier haben wir Kaffee, den nehmen wir natürlich mit. Kuchen mit Cremefüllung nehmen wir natürlich auch mit. Und ansonsten haben wir hier noch ein wunderbares Bild von Dr. Lamb. Werbung für Dr. Lambs Praxis. Aha. Was? Come with it, Dr. Lamb. Therapy. Was? Therapie Office, okay. Mhm. Das ist ja toll. Und hier haben wir noch Got the Rapture Blues. Haben Sie den Rapture Blues? Rufen Sie Dr. Lamb an. Ah ja, okay. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Dr. Lamb anrufen. Oh. Bah. Gott, sieht das ekelhaft aus. Okay, da dribbelt das Wasser ein bisschen runter. Das passt. Was haben wir da hinten noch? Guck mal, da liegen ein paar Nieten. Huch. So, Fallnieten haben wir leider genug. Antipersonenkugeln haben wir noch, kann man nie genug von haben. So. Hui. Dibidi-dibidi-du. Sibidi-sibidi-bam-dibu. Was haben wir da? Da haben wir nichts. Okay. Wo geht's da oben noch hin? Warte mal, da können wir auch nochmal gerade gucken. Nur, dass wir hier drin waren und alles abgeguckt haben. Was ist das? Nichts, nichts. Da haben wir einen Hebel, den wir nicht benutzen können. Da ist auch ein Haufen nichts. Einfach. Sehr gut, und da ist die Vita Chamber, die uns theoretisch gesehen wieder belebt, wenn wir sterben. Okay. Wie war das nochmal? F8 war was? Speichern. Okay. Alright. Gut. Dann gehen wir mal hier raus und ich würde sagen. Was ist das? Defiller. Mhm. Okay. Naja. B hacken. Alles klar. Das machen wir. Was muss ich nochmal drücken? Ach, F. Richtig. War ich gerade für einen Moment ein bisschen verwirrt. So, die Sicherheitstür ist geöffnet. Was haben wir dort? Ist das ein toter Big Daddy? Da sieht mir nach einem toten Big Daddy aus. Und das kann ich nicht für gut heißen, Freunde. Geht einfach nicht. Huch! Okay. Immerhin ist ein bisschen Loot für uns übrig geblieben. Das finde ich ja äußerst nett. So, was erwartet uns hier? Noch niemand zum Glück. Hey, eine Eve-Spritze. Sehr gut. Die ist von Yves Saint Laurent. Oh Gott. Was labert der Junge wieder? Eine G-Datenbank brauchen wir aber gar nicht, weil ich glaube, wir haben so an sich noch nichts, ne? Was wir jetzt irgendwie tauschen könnten. Hallo, hallo. Komm her! Da hätte ich doch auch gegeben. Du alte Cocknudel. So, wen haben wir denn hier? Ach, guck mal, die Arme. Oh, was für ein Gesichtsausdruck. So böse sah die gar nicht aus. Wobei, das ist natürlich ein schöner View, ne? Kann man so... Egal. We will be reborn. Okay, die Big...
Die Little Sister, das ist eine Lüftungsschacht. Und was haben wir hier? Das sieht so aus, als wenn das irgendwas wäre, ne? Aber es ist nichts. Es ist einfach ein Haufen nichts. Was war das? Lebt der noch? Hallo? Nein. Okay. Eine Aktentasche haben wir hier. Wir haben hier außerdem ein... Ist das ein Rohr? Ich glaube, das ist ein Rohr. Ja, ein paar 50er Kugeln, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier haben wir noch... Was? Imago ist unter uns? Sie ist unsere Rettung? Lamb sieht alles. Sie ist unsere Rettung. Okay, ist sie das? Oh. Was genau war das? Was ist denn jetzt los? Warte mal, wir haben doch den... Wir haben doch Telechinese hier, ne? Telechinese haben wir doch am Start, oder? Wie kann man nochmal die... Ah, mit Q. Ja. Ja. Okay. Da ist sonst nichts mehr und da ist sonst auch nichts drin. Okay. Ich speichere mal. Ich glaube, dass uns da hinten gleich eine fette, fette Überraschung erwarten wird, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ist da noch was drin? Nö, da ist nichts. Okay, hallo. Guten Tag. Ich erinnere mich an dich. Oh. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen. Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atem röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Grace Holloway, was will die denn jetzt von uns? Eleanor ist immer noch unsere Tochter, oder nicht? Ist er besoffen? Ist sie besoffen, die Alte? Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, hier ist irgendwo eine Kamera, aber hier ist immer ein Verkaufsautomat. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Vielleicht können wir uns noch eine Eve-Spritze leisten. Einmal Nieten, einmal Eve und der Hase läuft. Kein Tausch, kein Geld zurück. Können wir da gegebenenfalls mit unserem Bohrer... Nein, können wir nicht. Okay, der ist nicht stark genug. Macht ja auch Sinn, ne? Ist ja nur so ein fetter Bohrer, so ein fetter Unterwasserbohrer. Reicht halt nun mal nicht. Kommt man da mit dem Duckjump rein? Nee. Okay, scheinbar hat Grace Hollows es auf uns abgesehen. Warte mal, das ist ganz schnell, das ist langsam. Das ist Mittel. Ja, ich hab Mittel, ist okay. Oh, hier ist wieder eine Rosie. Eine tote Rosie, versteht sich. Ich meine, für uns nicht schlecht, wir haben ein bisschen was eingesammelt an Loot, aber... Die haben es hier scheinbar nicht so mit Big Daddies und Rosies, ne? Die mögen das nicht. Ist nicht so deren... Sind nicht so deren Lieblinge, habe ich das Gefühl. Nein. Doherin ist niemand. Aha. Hallo. Ja, hier ist alles andersrum. Wer schlau ist, dumm ist bumm und rum. Und hast du nicht gesehen, alles klar. Jetzt bist du fertig, Mann. Fällig. Hey, Vater. Oh, warte mal. Hier, warte mal, die drei. So. Was gehackte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheitsbots bei Feinkontakt. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, dauert ihr freundlicher Alarm länger. Finde ich gut. Hi. Na, du Arsch. Warum hält er so viel aus? Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt aber. Huch. Ach ja, Steuerung, okay. Warte. Nein! Warte mal, ich muss weg. Warte. Bitte gechillt bleiben.
Tötet ihn! Headshot! Oh yeah! So, zwei Eve-Spritzen für die Super. Einmal hier und... auf zu allen. Warte gleich. Was war das gerade für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Okay, warte mal, wir nehmen erstmal das Mädchen mit. Adoptieren, ausbeuten. Adoptieren, komm mit. Hock dich auf meine Schulter, Kleines. Ich erzähl dir auch Geschichten. Die Geschichten handelt vom kleinen Timmy. Der von einem 4 Millionen YouTuber in eine Schlucht geschubst wurde. Oh ja, so ist es. Ihr wisst alle, dass es so ist. Oh, wir sind ein bisschen angesoffen gerade. Macht aber gar nichts, das reicht noch hier für die Dosenfrüchte, brauchen wir aber gerade gar nicht. Warte mal, wir müssen erstmal wieder nüchtern werden. Ich glaube, wir sind der erste Big Daddy, der an Leberversagen stirbt. So, was haben wir hier? Werbung für Sterner Brandmeeresfrüchte. Oh, ein Telefon. Local Calls. Kann ich nicht lesen. Was wir bräuchten, wäre tatsächlich bester Gin. Rein damit. Oh. Leiche. Hey. Na? Eine Schrotflinte. Was? Alter! Durch! Hey. Oh. Warte mal. Ja? Hey. Ganz ruhig. Ja! Tanzen! Tanzen! Oh. Tanz für mich! Oh, ey, ey, ey. Bam. Das Problem ist, ich habe das Mädchen doch gar nicht abgesetzt, oder? Ey! Ich dachte, da kann man nicht durchschießen. Das ist aber gemein. Das ist aber sehr gemein gewesen jetzt. Ich dachte, man kann da nicht durchschießen. Jetzt bin ich aber beleidigt. Naja. Okay, dann können wir ja auch hier raus, oder? Krass. Na gut. Ich dachte, warum kam denn so eine Feindwelle? Wir haben doch noch gar nicht... und so. Wir haben das Mädchen doch noch gar nicht abgesetzt. Naja. Oder doch? Nee. So, wir kaufen mal drei Verbandskästen. Einmal Schrot und noch einmal Nieten. So. Und dann speichern wir. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das Mädchen hinsetzen. Hier muss ja dann theoretisch gesehen irgendwo eine Leiche liegen, eigentlich. Da oben ist eine... Was? Wo ist meine Markierung? Hey, wer bist du? Wie soll ich nicht dauernd anstarren? Wer bist du? Was du? Irgendjemand. Okay, ich dachte vielleicht, das wäre diese Grace Hollow, diese alte... Psychomutti. Warte mal, ich muss mal kurz da oben. Ja, die hätte ich gerne. Danke. Nee. Mann, das ist so... Ach, das ist so verwirrend, ne? Oh, ein Band. Lass mal hören da. Religionsfreiheit, Doktor? Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser einziges Gesetz. Hier ist der Mensch nur sich selbst verpflichtet. Etwas anderes zu unterstellen, ist strafbar. Fragen Sie sich, Andrew. Was ist Ihre große Kette des Fortschritts anderes als eine Religion? Die Kette ist das Symbol für eine irrationale Kraft, die uns den Himmel bringen soll. Auch nicht weniger mystisch als die Kruzifixe, die Sie beschlagnahmen und verbrennen lassen. Oh, ho, 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 ho. Alter! Nein! Mit dem scheiß Geschütz habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Alter, das steht ja noch! Sag mal. Warte. Boah, hält das viel aus. Warte, warte, warte. So. Schluss mit dem Scheiß.
Ich frage mich gerade, was muss man nochmal drücken? Warte mal, was muss man nochmal drücken? Ich gucke da jetzt gerade nochmal kurz, dass uns die Little Sister zu dem Dingens führt. Zu dem Adam. Adam. Oder Waffen? Daddy-Gespür. Mit R. Ist das richtig? Stimmt das? Plasmid? Verschiedene. Hacken, ausbeuten, adoptieren. Waffe, erste Hilfe, anzeigen. Telechinese, Scout-Modus beenden. Okay, ich speichere nochmal und dann drücken wir mal R. Wie Robert. Stimmt schon mal nicht. Hä, weder Y noch R geht. Willst du mich verarschen? Okay, das ist Plasmid-Switching. Das ist Zuschlagen. Das ist falsch gewesen. Das ist die Konsole. Oh. Verstecken hat keinen Zweck. Oh. Ja, lass die mal machen da unten. Ich möchte wissen... Was muss ich nochmal drücken? Ich habe das Mädchen aber schon auf dem Rücken, oder? Ich meine, ich kann da jetzt nicht die ganze Zeit... Scheiße. Mit dem Big Daddy hier rumlaufen. Mit dem Mädchen auf dem Rücken. Haben wir da eigentlich noch was? Ja, 40. Gesundheitsupgrade. Jo. Nehmen wir mit. Super. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Dürfen wir hier hin? So, oh, eine E-Spritze. Was? Ja, lass mal liegen. Man weiß ja nicht, für was man sie noch gebrauchen kann. Vielleicht sollten wir erstmal dem Pfeil folgen. Jetzt habe ich ernsthaft verpeilt, wie ich nach diesen Adam-Dingern suche. Ist doch echt zum Kotzen, ne? Boah. Wie verpeilt kann man eigentlich sein? Sehen wir das hier vielleicht noch irgendwie? Warte mal. Sinclair Deluxe? Fragezeichen. Hier. Die Macht von Adam. Adam erhalten. Adam zu bekommen. Adam steht. Was du tun kannst, liegt an dir. Du kannst die Stelle ausbeuten. Du kannst adaptieren. Bringt eine kleine Menge Adam als Belohnung ein. Aha. Hier steht aber auch nichts. Was war das nochmal für ein Knopf? Jetzt habe ich das letzte fucking Verbandskasten-Dingens verwendet. Scheiße, Mann. Die Steuerung verwirrt mich. Mehr und mehr. Die Steuerung verwirrt mich einfach mehr und mehr. Wo geht's da hin? Wir gehen grundsätzlich immer erst da lang, wo es uns nicht anzeigt. Sinclair Deluxe. Oh, auf die Schotten da. Was? Sie sind nicht alleine. Hm. Der Limbo Room präsentiert Grace Holloway. Aha. Der Limbo Room also, ja. Closed. Wir haben leider geschlossen. Das ist aber doof. Jetzt will ich Grotwurst kaufen. Grotwurst kaufen. Office Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Als Atlantic Express die Luxus-Passagierlinie baute, wurde das Areal unterhalb ausgehoben, um Unterkünfte für die Arbeiter zu schaffen. Es sollte keine Wohngegend auf Dauer werden, aber wenn du in dieser Stadt pleite bist, ersäufst du nicht gerade in Möglichkeiten. Ich bleib nicht gerne länger als eine Stunde am Stück hier unten. Nirgendwo ist der Zug so abgefahren wie unter diesen Gleisen hier. Naja, geht mir nicht auf den Sack, aber irgendwo so ein Sicherheitsding. Warte mal. Ja, ich lade nochmal neu. Alter, ist das eine Katastrophe heute? Das ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Das gibt's gar nicht. Juhu. So, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Eigentlich kann es ja noch gar nicht so lange her sein, weil ich speichere ja alle. Ach ja, hier oben. Cool. Ist noch nicht so lange her. Passt. Hier unten hatten wir alles soweit ausgeräumt, ne? Ja doch, wir waren ja oben schon gewesen. Ich würde sagen, ohne... Ja, wir gehen weiter, komm. Ah, hier können wir jetzt deaktivieren. Okay, krass. Habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Lass uns... Oh! Lass uns einfach weitergehen. Wir lassen die Herrschaften hier einfach mal alleine.
Und dennoch wüsste ich gerne, was ich drücken muss, damit mir die kleine Little Sister sagt. Nein. Religionsfreiheit, Doktor? Nein. Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser Ein. Nee, das ist es auch nicht. Okay, ich lade gerade nochmal neu. Ich habe jetzt gerade wieder das Verbandskästchen verbraucht. Ich weiß es nicht mehr. Alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passersby were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your pain? Baby, did you forget to take your...